Eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 16.02.2023 soll ein Meilenstein für echte Entgeltgleichheit sein. Die Rede ist von einem wegweisenden Urteil zur gleichen Bezahlung von Mann und Frau. Im Kern sagte das Bundesarbeitsgericht, das bessere Verhandlungsgeschick eines männlichen Arbeitnehmers rechtfertigt nicht, dass er besser als seine weibliche Kollegin bezahlt wird. Aber ist das Urteil wirklich ein Meilenstein für die gleiche Bezahlung von Mann und Frau? Oder spricht das Bundesarbeitsgericht lediglich aus, was gesetzlich längst anerkannt ist? Das europäische Recht verbietet Diskriminierungen wegen des Geschlechts. Wird ein Verstoß festgestellt, haben Beschäftigte nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einen unmittelbaren Anspruch auf das entsprechende Entgelt, das der Arbeitgeber dem bevorzugten Geschlecht gewährt. Die Rechtsprechung gewährt eine Anpassung nach oben. Es gibt also bereits einen Anspruch auf Angleichung des Entgelts. Was ändert also das Urteil des Bundesarbeitsgerichts? Moin, ich bin Charlotte Schindler und war bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Bucerius Law School. Bevor wir uns genauer anschauen, was das Bundesarbeitsgericht im konkreten Fall entschieden hat, gebe ich zunächst einen kurzen Überblick über die grundsätzlichen Regeln bei der Vereinbarung von Entgelt. Dann klären wir, wie angekündigt, ob das Urteil nun tatsächlich ein Meilenstein in puncto Entgeltgleichheit ist. Schließlich gehe ich darauf ein, welche Neuerungen die Entscheidung im Ergebnis mit sich bringt. Welche Regeln gelten in Deutschland bei der Vereinbarung von Entgelt? Welches Entgelt Beschäftigte erhalten, können sie mit ihrem Arbeitgeber zunächst einmal individuell vereinbaren. Der sogenannte Grundsatz der Privatautonomie garantiert unter anderem, dass Arbeitgeber frei entscheiden können, welches Entgelt sie ihren Beschäftigten anbieten. Letztlich ist die Höhe des Entgelts Ergebnis gemeinsamer Verhandlungen. Hinsichtlich der Lohnuntergrenze gibt es aber eine Beschränkung. Das Mindestlohngesetz gewährleistet, dass ein Mindestentgelt gezahlt wird, zurzeit in Höhe von 12 Euro brutto pro Stunde. Außerdem dürfen Arbeitgeber ihre Beschäftigten nicht ohne sachlichen Grund ungleich behandeln. Der sogenannte arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz kann bei Entgeltfragen zu einem Anspruch auf Anpassung des Entgelts führen, wenn der Arbeitgeber das Entgelt durch eine einheitliche Regelung für den Betrieb insgesamt anhebt und dabei nach einem generalisierenden Prinzip vorgeht. Das ist dann der Fall, wenn er nicht nur Einzelfallentscheidungen trifft, sondern zum Beispiel, wenn er für Beschäftigte einer ganzen Abteilung das Entgelt prozentual erhöht. Schließlich verbietet das Entgelttransparenzgesetz bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit eine Benachteiligung wegen des Geschlechts. Es enthält aber keinen Anspruch für Beschäftigte gegen den Arbeitgeber auf gleiche Bezahlung. Vielmehr gewährt es nur einen Auskunftsanspruch für die Beschäftigten. Mit seiner Hilfe kann man das Vergleichsentgelt des anderen Geschlechts erfahren. Der Auskunftssuchende erfährt den Median, also den mittleren Wert der Gehälter des anderen Geschlechts. Problematisch ist hierbei, dass allein der Median noch kein Indiz für eine tatsächliche geschlechtsbezogene Diskriminierung liefert. Erst kombiniert mit anderen Informationen kann der Median ein Indiz für Benachteiligung wegen des Geschlechts sein. Außerdem kann man den Auskunftsanspruch erst geltend machen, wenn mehr als 200 Arbeitnehmer bei demselben Arbeitgeber beschäftigt sind. Wenn man die nötigen Indizien für eine Diskriminierung zusammenträgt, kann man sich auf das europäische Recht berufen. Wie wir bereits gesehen haben, gewährt es einen Anspruch auf Anpassung des Entgelts nach oben, wenn bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit wegen des Geschlechts diskriminiert wurde. Über welchen Sachverhalt hatte das Bundesarbeitsgericht zu entscheiden?
Die Klägerin begehrte die Zahlung in Höhe von 14.500 Euro brutto für eine nach ihrer Auffassung zu geringe Vergütung sowie eine angemessene Entschädigung in Höhe von mindestens 6.000 Euro. Sie trug vor, dass sie wegen des Geschlechts benachteiligt worden sei. Ihr Begehren stützte sie darauf, dass ein männlicher Kollege, der, wie sie selbst, im Außendienst tätig war, über bestimmte Zeiträume hinweg ein höheres Gehalt als sie erhalten habe. Dieser Arbeitnehmer hatte das vorgeschlagene Grundgehalt der beklagten Arbeitgeberin nicht akzeptiert und sie im Wege von Verhandlungen dazu gebracht, mehr zu zahlen. Die Klägerin hingegen war der Auffassung, dass die Beklagte ihr ein ebenso hohes Grundentgelt wie ihrem fast zeitgleich eingestellten Kollegen hätte zahlen müssen. Sie verrichtet die gleiche Tätigkeit wie der männliche Kollege. Was hat das Bundesarbeitsgericht zur Frage der Bezahlung von Männern und Frauen jetzt entschieden? Nachdem die Vorinstanzen die Klage abgewiesen hatten, war die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht überwiegend erfolgreich. Es urteilte, dass die Klägerin wegen ihres Geschlechts benachteiligt worden sei. Trotz gleicher Arbeit der Klägerin und des Arbeitnehmers habe die Arbeitgeberin ihr ein zu niedriges Grundentgelt gezahlt. Sie könne deshalb das gleiche Grundentgelt wie ihr männlicher Kollege beanspruchen. Sie habe ausreichende Indizien vorgebracht, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen. Den vollen Nachweis der Diskriminierung musste sie nach dem Gesetz nicht erbringen. Die Beklagte konnte umgekehrt nicht beweisen, dass trotz der Indizien keine Benachteiligung vorliegt. Sie hatte argumentiert, dass der männliche Kollege einer ausgeschiedenen, besser vergüteten Vertriebsmitarbeiterin nachgefolgt sei. Das Bundesarbeitsgericht sieht in dieser Nachfolge keinen hinreichenden Anhaltspunkt, der eine Diskriminierung widerlegt. Weiter lässt es nicht ausreichen, dass der männliche Kollege ein besseres Verhandlungsgeschick bewiesen habe. Die Details der Argumentation des Bundesarbeitsgerichts sind leider noch nicht bekannt, weil das vollständige Urteil wohl erst in ein paar Monaten veröffentlicht wird. Ist das Urteil nun ein Meilenstein? Unter dem Vorbehalt, dass ich nur die Pressemitteilung kenne, eher nein. Warum? Das Bundesarbeitsgericht macht mit seinem Urteil zwar einen großen Schritt in Richtung echte Entgeltgleichheit, indem es den Gleichstellungsanspruch rechtlich durchsetzt. Dass eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verboten ist, ist aber längst gesetzlich verankert. Neu ist indessen Folgendes. Zumindest im Einzelfall ist das bessere Verhandlungsgeschick des männlichen Kollegen nach dem Bundesarbeitsgericht kein objektives Differenzierungskriterium, das eine bessere Bezahlung rechtfertigt. Das Landesarbeitsgericht Sachsen hatte in der Vorinstanz noch anders entschieden. Nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts war ein höheres Grundentgelt notwendig, um den Arbeitnehmer für das Unternehmen zu gewinnen. Faktisch verbirgt sich dahinter die Aussage, dass das Verhandlungsgeschick im Einzelfall doch ein objektives Differenzierungskriterium sein könne. Mich überzeugt dagegen die Ansicht des Bundesarbeitsgerichts. Das Verhandlungsgeschick kann nicht als Argument für eine höhere Bezahlung herangezogen werden, weil es kein objektiv messbares Kriterium ist. Würde man ein solches Kriterium für die Rechtfertigung einer unterschiedlichen Behandlung zulassen, könnte man als Argument für eine höhere Bezahlung stets vorbringen, dass eine Person im Auswahlgespräch mehr überzeugt hätte. Das würde das Diskriminierungsverbot unterlaufen. Welche Neuerung bringt die Entscheidung im Ergebnis mit sich? Bei gleicher und gleichwertiger Arbeit sind Diskriminierungen wegen des Geschlechts im Hinblick auf Entgeltbestandteile verboten. In dieser Hinsicht ist die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wie bereits erwähnt, nicht neu. Durch das Urteil und die hohe mediale Präsenz gewinnt das Thema der Entgeltdiskriminierung wegen des Geschlechts aber mehr Aufmerksamkeit. Es kann daher sein, dass die Zahl der Auskunftsansprüche sowie Leistungsklagen auf Zahlung von gleichem Entgelt zunehmen. Um den Anspruch geltend zu machen, reicht es aus, dass Beschäftigte Indizien vorbringen, die eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts vermuten lassen. Eine unterschiedliche Behandlung zwischen einzelnen Beschäftigten ist auch weiterhin zulässig, solange die Differenzierung aufgrund objektiver Kriterien erfolgt.
Hier bringt das Urteil eine Neuerung mit sich. Das Bundesarbeitsgericht macht deutlich, dass im Einzelfall ein solches objektives Kriterium nicht vorliegt, wenn ein Arbeitnehmer besser verhandelt hat.